TML Studios. Published by Ariosoft. Havoc. Excitement. Intelligence Engineered. MAN. MVG. Präsentieren den City Boss Simulator 2 in München. Und ich präsentiere euch das jetzt auch. Das ist die erste Folge natürlich. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Englisch und Deutsch durchgemischt. Ist ja auch völlig egal. Ich hoffe bloß, die ersten haben nicht wieder weggeschaltet, weil sie irgendwie gedacht haben, das ist ein englischer Let's Player. Nee, ich schreibe ja mal extra in die Videotitel, dass ich das auf Deutsch mache, genau. Falls da irgendwelche Unstimmigkeiten herrschen, aber die Titel sind ja eh meistens auf Deutsch, von daher ist ja auch egal. Gut, ja, nach langer Verzögerung endlich die erste Folge. Ich habe darauf gebrannt, endlich das Spiel austesten zu können und ich habe es schon ein ganz kleines bisschen getan. Und ich sag ganz kurz, bevor ich irgendwas mache, mal, was mir so generell aufgefallen ist. Und zwar, es ist noch komplexer geworden als der Bussimulator 2012. Und ich hatte damals schon gesagt, ich bin nicht so der Fan von komplexen Spielen. Also, das ist nicht jedermanns Sache. Ich werde es trotzdem erstmal ausprobieren. Also, ich will jetzt hier nicht irgendwie meckern, bevor ich es richtig ausgetestet habe. Aber es ist noch komplizierter geworden, den Bus zu starten. Es sind noch viel mehr Features drin. Noch mehr bedienbare Tasten und dazu kommen wir aber gleich noch, denn ich möchte euch erstmal hier in den Optionen noch was zeigen. Dann noch eine generelle Sache, es erinnert doch schon sehr so ein bisschen an den Bussimulator 2012, so, also man merkt, dass da schon der BS12 so ein bisschen als Vorlage genommen wurde, also hat man zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das werden wir alles gleich sehen, wir klappern jetzt erstmal ganz schnell das Menü ab. Ich habe jetzt nicht vor, lange mich damit aufzuhalten. Kurzer Ausblick auf die Folge. Erstmal Menü abklappern und danach kurz die Teststrecke laden, Bus angucken, Grafik angucken, Bus starten, was relativ kompliziert ist, aber ja, fahren vielleicht ein paar Meterchen, aber auf jeden Fall noch keine Linie oder so. Das sparen wir uns dann für die nächsten Folgen auf, weil ich habe ja schon angekündigt, dieses Let's Play wird nicht ewig lang dauern. Höchstens 10 Folgen, weil es einfach nur eine Linie gibt, weil die Karte lange nicht so groß ist wie beim Bussimulator 2012 und man dadurch eben auch nicht hunderte Folgen raushauen kann, ohne dass sie sich immer wiederholen. So. Version 1.1 spiele ich übrigens schon. Ich weiß nicht, wieso. Da wurde anscheinend schon irgendwas geändert. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, Spieler. Tutorials kann man machen. Dann gibt es den Malfunction Director, Fehlerprotokoll und Fahrerkarte. Was ich davor noch kurz sagen muss, ist, also das alles hier ist der OCC, ja, und OCC steht für, guck ich ganz kurz nochmal nach, weil mir das gerade selber nicht einfällt, ich guck gerade im Handbuch, na, komm, also jedenfalls, genau, Operations Control Center, und hier kann man eben alles bedienen, also die Optionen und alles, und das ist eben ein bisschen besonders designt bei diesem Spiel, nicht einfach ein Hauptmenü, sondern sozusagen wie so ein Desktop, also man sieht ja auch Desktop schließen, herunterfahren, also als wäre das hier so ein eigener Computer, wir sind hier gerade im Desktop und ja, das ist im Prinzip wie ein Hauptmenü, bloß dass die Entwickler sich da was ausgedacht haben und das ein bisschen anders jetzt erscheinen lassen haben und auch in so Hightech-Stil, wenn man sich das mal anguckt. Hat man, glaube ich, gerade eben gesehen beim Ladebildschirm. Hier sieht man es gerade nicht, aber nachher, wenn wir dann laden, sieht man es dann wieder. Also sehr modern gehalten sozusagen, als wäre das hier wirklich so ein richtiges Betriebssystem. So, eine Neuerung bei diesem Spiel ist der Malfunction Director. Und da kann man halt so Fehler einstellen, also die beim Bus sozusagen auftreten. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo das jetzt genau war. Das Menü ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr komplex. Fehlerprotokoll. Ach so, genau, das gibt es natürlich auch, Fehlerprotokoll. Hier, ne? Ja, da habe ich schon einige Fehler gemacht, weil ich ja schon mal ein bisschen angetestet habe. Ja, Temperatur ist zu niedrig.
Das ist mir schon relativ oft passiert, so Fahrerkarte. Genau, da kann ich ja hier noch ein paar Sachen ändern, wenn ich will. Ich nenne mich jetzt einfach mal, hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können. Ich mache es jetzt mal mit euch gemeinsam. Wir wollen es ja eigentlich sozusagen gemeinsam entdecken. So, das lasse ich erstmal bei 55555 Ausstelldatum. Der wievielte ist heute der. Ich weiß nicht genau, wann es hochkommt, das Video. Wahrscheinlich am Abend des 18. 12. 2012, genau. Mal kurz überlegt, ob es jetzt auch stimmt. Ja, es stimmt. Übernehmen. So. Dann kann man ja das Wetter einstellen. Und zwar sehr extrem detailliert. Also hier, das ist gerade die Zeit, wo ich aufnehme. Das ist vielleicht interessant für euch. Könnt ihr euch angucken. Hier, so richtige Klimadiagramme kann man hier sozusagen erstellen. Ja, also oh, auf 2 Kommastellen genau. Das ist einfach unglaublich. Für meinen Geschmack ein bisschen zu übertrieben, aber gut, wem es gefällt. Naja, der soll sich damit halt auseinandersetzen. Mir ist es jetzt im Prinzip nicht so wichtig. Also ob das jetzt so ist oder so, macht, glaube ich, jetzt im Spiel keinen großen Unterschied. Allgemein, manuell, Sonne. Ich mach mal Sonne einfach allgemein. Bla bla bla. Also tausende Sachen hier auch. Kann man irgendwie genau auf Kommastellen genau. Na, hier gerade nicht, aber sehr genau im Prinzip einstellen. Ja, tausende Sachen. Und hier sieht man es eben auch im Hintergrund. Das ist Hightech. Die sind in Hightech-Stil. So übernehmen. Wie schließt man das genau? Hier schließt man das alles. So, dann Optionen. Sound, Grafik, bla bla bla. Das ist, kann man ja hier auch alles noch einstellen. Aber das ist ganz normal. Das ist meine Auflösung hier. Schattendetails, Sichtweite kann ich eigentlich mal auf sehr hoch stellen. Tiefenunschärfe mache ich auch mal an, übernehmen. Was ist jetzt los? Ach, es ist abgestürzt. Naja, gut. Ja, da ist mir das Ding tatsächlich gerade abgeschmiert. Naja, gut. Dann lassen wir das lieber mit der Sichtweite. Steuerung. Ja, hier. Ach so, Lenkrad Gamepad funktioniert bei mir übrigens noch nicht. Wenn da jemand eine Ahnung hat, wieso das nicht funktioniert. Ich habe hier Modell von Doppel-L geschrieben eigentlich. Sidewinner, das ist halt mein Lenkrad nochmal für all die es wissen wollen. Mit dem wollte ich ja eigentlich spielen. In der Folge werde ich noch, aber wir werden eh nicht viel machen, mit Tastatur spielen, weil ich noch nicht genau weiß. Also ich habe hier, das ist ja, hat ja im Prinzip alles keine Auswirkung, weil mein Lenkrad wird überhaupt nicht erkannt im Spiel. Das heißt, ich gehe auf Übernehmen und gehe auf Laden und drehe mein Lenkrad und es passiert nichts, genauso wie Pedal. So, ja, hier tausende Sachen, Mausrad, das ist ja hier immer dabei, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Design. Repaints, also Repaints gibt es auch. Bustechnik, warum kann ich das jetzt eigentlich nicht verändern? Ich weiß es nicht. Habe ich überhaupt schon eine. Ja, habe ich natürlich, waren wir gerade. Ach, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ist ja auch egal. So, wir laden jetzt erstmal die Teststrecke. Durch die ganzen Optionen können wir uns später wühlen. Ich nehme erstmal den MAN Line City 2-Türer, aus dem einfachen Grund, weil es der einfachste Bus ist und ja, das ist eigentlich der Grund. Weil es der erste Bus im Menü war, sozusagen. So, und jetzt hört man auch schon ein bisschen den Sound. Ich hoffe, man hört ihn. Aber um auch sicher zu gehen, werde ich mal ganz kurz ins Menü gehen, um das zu überprüfen. Denn ich will nicht, dass in der ersten Folge irgendwas schief geht. So, jetzt habe ich Mikrofonpegel nochmal leicht runtergestellt. So, und jetzt sehen wir auch schon ein bisschen, was ich meine mit es erinnert an den Bussimulator 2012. Also das Prinzip ist gleich. Man hat hier so eine Person, der Schatten ist übrigens gut. Und dann hier eben zum Beispiel die Schrift beim Türöffnen ist immer noch die gleiche. Später sieht man dann auch, dass man kann auch im Depot starten, dann im richtigen München, und dann kann man eben, und da gibt es auch halt diesen gleichen Bug, dass man auch durch die Werkstatttür gehen kann und so. Also, es erinnert schon sehr, auch irgendwie grafisch, es ist ziemlich ähnlich, meiner Meinung nach. So, jetzt gehen wir aber erstmal rein in den Bus. Und jetzt muss ich ins. Na, ich gucke erstmal nicht ins Handbuch. Ich versuche erstmal ihn so zu starten. Erstmal das Nötigste. Und zwar die Elektrik ist das, glaube ich. Ja, scheint zu stimmen. Dann. Ne, das ist die Elektrik, genau.
Also tausende Tasten, die man hier betätigen kann. So, dann muss ich, glaube ich, das tun. Hat es jetzt geklappt? Ne, jetzt nicht. Jetzt hat es geklappt. Dann mache ich mal die Tür zu. Und wir hören den Motor. Der ist, hört sich irgendwie an wie so eine Heizung. Ja, dann schauen wir mal hier hin auf den Bildschirm hier. Ich gebe jetzt mal die Fahrernummer ein. Codenummer habe ich ja noch alles auf 55555. Die haben hier alle irgendwelche speziellen Namen, diese Teile, aber sehen wir, der Fahrerbildschirm fertig. Der hatte bloß irgendeinen komischen Namen. Ich kann ihn nur ganz kurz nochmal nachgucken. Ich merke mir das alles nicht so schnell. Ich habe ja das Hand. Genau, der Co-Pilot. Passt irgendwie meiner Meinung nach nicht so richtig. So, dann gehe ich hier auf Abbruch. Und dann kann ich zum Beispiel hier tausende Sachen einstellen. Das ist natürlich auch besser als im Bus-Simulator 2012. Entwerter freigeben kann ich machen. Innenansage. Na gut, lasse ich mal aus. Die Innenanzeige ist übrigens an. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich die hintere Tür aufgemacht. Es gibt halt hier auf dem Numblock tausende Kameraperspektiven. Hier zum Beispiel Gebläse. Das hier ist irgendwie auch noch ähnlich wie im Bus-Simulator 2012. Dachlüfter, bla bla. Also da kann man Stunden dran sitzen, nur um den Bus vorzubereiten. Ich bin da, wie gesagt, nicht so der Fan von, deswegen werde ich das eher lassen. So, dann habe ich jetzt hier mal draußen das Licht angemacht. Außenansicht macht man mit rausscrollen, das ist auch wie beim BS12. Ja, einige Sachen sind eben gleich geblieben. Kann man nicht oft genug sagen. Das zum Fahrfeeling komme ich auch gleich noch, das ist ziemlich anders. Eine der wenigen Änderungen, also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das kann man auch in den Einstellungen alles noch nach seinen Bedürfnissen ändern. So, jetzt habe ich gerade mal die Tür gezeigt. Grafisch her sehr, sehr gut, aber eben meiner Meinung nach kaum besser. Also wir werden kaum besser als beim BS12, wir werden auch später noch sehen, die Autos, die glänzen total, also meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, Kennzeichen haben sie auch nicht. Aber ich will eben nicht zu viel vorwegnehmen, von daher, ja. Und ihr merkt vielleicht, ich rede ein bisschen durcheinander, weil ich, das wissen die, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind oder halt auch FIFA gucken oder so und Omsi geguckt haben, dass ich momentan wirklich nicht viel Zeit habe bis zu Weihnachten und das wirklich nur eine Notaufnahme ist, weil ihr alle schon drauf wartet und ich auch und ich kaum Zeit habe und das jetzt einfach trotzdem mache. Weil ich euch ja unbedingt das Spiel zeigen will. So, jetzt bin ich gerade kurz rausgekommen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ja genau, jetzt geht's eigentlich weiter mit Bus vorbereiten. Ich frage mich bloß gerade, wo die Maus hin ist. Wie war denn das? Ah, auf Alt, okay. Feststellbremse. Ach, genau, so. Genau, und das war halt das Problem, dass dann so ein Ding losgeht. Und ich am Anfang nicht so richtig wusste, wie es geht. Also Bus vorbereiten ist ein Abenteuer für sich. Ich habe es dann irgendwie durch Rumprobieren geschafft, also irgendwie mehrmals den Motor starten. Okay, geht immer noch nicht. Vorratsdruck, bla, da kenne ich mich überall nicht so gut aus. Bisher habe ich immer nicht genügend Druck vorhanden. Hallo? Ja, was mache ich denn jetzt, um Druck aufzubauen? Also, es ist ein Abenteuer, den Bus anzukriegen. Ich habe es schon eigentlich geschafft, deswegen habe ich es gehofft, dass ich es auch schaffe. Leider schaffe ich es gerade nicht. So, Zündung, Zündung, Zündung. Was mache ich ja gerade? Jetzt habe ich den Motor nochmal angemacht. Der ist aber eigentlich schon an. So. Vorratsdruck. Was heißt denn Vorratsdruck? Ist die Maus wieder weg? Hallo. Es ist plötzlich wieder da. So, feste Bremse. Bin jetzt völlig bekloppt. So, N. Zack. Nicht genügend Druck. Okay, ich probiere es nochmal kurz. Bis gleich. Ja. Plötzlich hat es geklappt. Ich konnte es umschalten, ich habe keine Ahnung wieso. Das ist mir wirklich noch ein Rätsel. Und plötzlich kann man auch fahren.
Allerdings kann ich nicht lenken. Aber mit meinem Lenkrad kann ich auch nicht lenken. Wieso kann ich jetzt nicht lenken? Ah, oh, es geht alles schief. Ich zieh mal kurz mein Lenkrad raus. Das hatte ich noch drin. Chaos, Chaos. Nächste Folge wird alles besser, glaubt mir mal. Na gut, dann fahren wir jetzt halt geradeaus. Ist auch egal. So, dann fahre ich jetzt so viel geradeaus, wie es geht. Ey, warum kann ich denn nicht lenken? Das ist ja auch blöd. So einfach, bis es nicht mehr weitergeht. Das wäre in dem Fall jetzt. So. Ja, Motor ist halb, nicht wirklich realistisch, meiner Meinung nach, weil ich bin schon oft Line City gefahren in meinem Leben. In Berlin fahren ja die Doppeldecker davon, aber die kleinen Busse klingen genauso oder fast genauso. Und naja, der Sound ist jetzt nicht wirklich, also man hört es manchmal raus aus der Außenansicht, aber aus der Innenansicht überhaupt nicht. Aber das ist jetzt, das sieht irgendwie witzig aus von hier so. Hui. Zack. Kann ich jetzt eigentlich wieder rein? Ne, kann ich nicht. Ja gut, dann kann er jetzt da auf Nimmer Wiedersehen weiterfahren. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der ersten Folge. Kann ich hier runterspringen? Hui. Aber hoch komme ich nicht mehr, super. Komm, mangel dich doch mal hier hoch. Springen kann man leider nicht. Ne, ist ja auch ein Bus-Simulator. So. Ja, ich denke, das war's erstmal mit der ersten Folge. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt, muss ich euch sagen. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Es ging erstmal darum, euch ein bisschen das Spiel zu zeigen. Ich denke, das habe ich jetzt gemacht. Wenn auch mit einigen Fails, aber ich kann euch versprechen, das wird im Laufe der Zeit besser, wenn ich mich besser auskenne mit dem Spiel. Und zweitens, sollte irgendwas mal schief gehen, dann habe ich eben die Angewohnheit, was denke ich auch gut ist, das rauszuschneiden und nicht irgendwie eine halbe Stunde im Video rumzuwerkeln und ihr müsst dazu gucken. Also, wenn ich merke, es geht nicht, dann schneide ich das raus und dann ist es für euch ja gar nicht so schlimm wie gerade eben. Von daher nicht gleich wegschalten, wäre ganz cool. Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat, trotz naja, der leichten Verplantheit. Aber wie gesagt, in den Ferien habe ich da noch mehr Zeit. Und ja, kurzes Wort noch zur Häufigkeit des Erscheinens. Ich kann es noch nicht genau sagen. Wahrscheinlich zweimal die Woche ungefähr. Also ich werde weiterhin den Fokus mehr auf FIFA legen, sonst sind wir einfach zu schnell durch mit dem Spiel. Und zweimal die Woche müsste eigentlich machbar sein, vor allem jetzt in den Ferien. So viel Zeit werde ich auch nicht haben, aber ich denke genug, um aufzunehmen, regelmäßig. Was ja jetzt nicht so der Fall ist vor Weihnachten, kennt ihr ja, ne? Schule und so. Bla, bla, bla. Blibla blub. Mag ich diese Redewendung, egal. Ja, dann macht's gut. Schöne Woche noch. Und was kann ich noch alles so sagen? Schöne Weihnachtszeit. Ciao, ciao. Ach so, kleine Sache noch. Eine Umsi-Folge kommt übrigens noch, ne? Habe ich nicht vergessen. Bis dann, ciao.